So, wir sind zurück mit einer neuen Folge Pokémon Go und die Sonne brennt einem wieder ins Gesicht. Wie ihr seht, da vorne ist ein Raid. Da gehen wir jetzt mal hin. Es ist nämlich ein Einer-Raid. Die sind jetzt ganz neu. Ihr seht, das ist noch ein Schatten. Ein Generation 4 Raid. Wir tippen mal kurz drauf, damit wir mal schauen, was das ist. Ein Shinux. Habt ihr auch schon ein Shinux gemacht? Ein Shinux Raid? Dürfte ja eigentlich relativ leicht sein, weil wie gesagt ist ein 1er Level 1 Raid. Und das Ding gibt es sogar, glaube ich, schon als Shiny. Sind schon Bilder rumgegangen gestern, dass einige Leute da einen Raid gemacht haben. In Amerika natürlich, die kriegen ja immer alles vorher, also in den USA. Und da gab es einfach einen Shiny Shinux aus dem 1er Raid. Deswegen sind wir mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Wir können schon in die Lobby rein mit dem freien Pass natürlich, haben heute ja noch nichts gemacht. Pflanzen uns mal hier irgendwo hin. Wenn es kein Shiny ist, ist es trotzdem ein neuer Eintrag, also nehmen wir das auch mit. Ich weiß auch nicht, was da jetzt effektiv ist. Nehmen einfach mal das Empfohlene. Ist ja eh nur ein Einer, der müsste sowieso gehen. Egal mit was. Ging natürlich schneller als gedacht, ihr habt gesehen, das war riesengroß, also wie groß das im Vergleich zum Rizeros war. Aber das ist ja bei allen Raid-Bossen so. Ist auch gleich die nächste Aufgabe gelöst. Kämpfe in einem Raid haben wir jetzt auch fertig. 12 Bälle, Team Gelb, beste Leistung. Ist leider kein Shiny, hat 482 WP, aber ich denke mal, das hat keine Weiterentwicklung. Aber wir tüten es erstmal ein. Trauen uns mal mit der gelben Beere ran. Selbst wenn es keine Weiterentwicklung hat, nehmen wir halt ein paar Bonbons mit. Vielleicht kriegen wir trotzdem mal ein gutes, ein hundertprozentiges. Kann man ja immer mal hochziehen. Das seht ihr im Pokédex registriert. Neuer Eintrag. Und es hat sogar eine Weiterentwicklung. Mit 25 Bonbons kann man das weiterentwickeln. Also, auf geht's zur Shinux-Jagd. Da werde ich jetzt natürlich ein paar Raids mitnehmen, wenn ich das sehe. In der Hoffnung auf ein Shiny, in der Hoffnung, Bonbons zu farmen, die Weiterentwicklungen zu bekommen. Das war es aber von meiner Seite aus erstmal. Ihr könnt ja mal dazu schreiben, habt ihr schon einen Shinux Raid gemacht? Haben die WP noch, ach, die IV noch gar nicht gecheckt? Kann es mit allen aufnehmen. Angriff leider nur wirklich hoch, also zweiter Satz. So, dann melden wir uns auf jeden Fall wieder bei der nächsten Folge. Schreibt mal rein, habt ihr schon einen Shinux bekommen? Habt ihr einen Raid gemacht? Gibt es das nur aus Raids? Kann man das auch wild fangen? Ich dachte, es gibt es nur aus Raids. Und dann jagt mal fröhlich die Shinies. Mal sehen, ob es diesmal genauso lang dauert wie beim Flunkiefer. Ich hoffe nicht. Aber wer weiß. Manchmal hat man ja Glück, meistens nicht. Deswegen Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Ich melde mich noch mal kurz zurück, weil ich gerade noch was entdeckt habe. Also die ganze Zeit gab es ja Machomai im Dreier-Raid. Dann war es weg. Das erste Mal, dass es nicht im Dreier-Raid verfügbar war, rausgenommen wurde. Und jetzt sehe ich gerade am Friedhof, ist ein Machomai-Raid. Also heimlich, still und leise hat sich Machomai wieder zurückgeschmuggelt in die Dreier-Raids, in die Dreier-Eier. Es ist wieder zurück. Ich meine, an sich, ich brauche eigentlich keine mehr. Viele wird das sicherlich freuen. Und ich empfehle immer noch jedem, wer noch keine Machomai-Armee hat, baut euch eine auf. 6 Stück hochziehen. Dann könnt ihr jeden Vierer platt machen. Zu zweit natürlich. Aber das freut mich. Machomai ist zurück. Und welche neuen Raid-Bosse es noch gibt, werden wir sicherlich die Tage erfahren. Bis dahin aber jetzt trotzdem Peace out, Vorhaut, euer Ramses.